Hey Leute und willkommen zu einer neuen Folge von der PES 21 Spielerkarriere als Rechtsverteidiger bei Arminia Bielefeld. Und wer die letzte Folge verpasst hat, muss da unbedingt vorbeischauen, denn der hat auch mitgekriegt, warum wir denn auf Platz 2 punktgleich mit dem FC Bayern München sind. Ich kann es nur mal ganz kurz ansprechen, wir haben 8 Tore geschossen. Und 8 Tore ist das Liga-Minimum. Keine Mannschaft hat weniger Tore erzielt als wir. Es ist absolut verrückt. Also wir sind eigentlich total schwach und sind trotzdem auf Platz 2, weil wir halt noch kein einziges Spiel verloren haben, sondern immer nur 1-0 gewonnen haben oder mal ein 1-1 gespielt haben oder so. Also absolut krank, was hier passiert ist. Wir haben gegen Bayern nicht verloren, wir haben gegen Dortmund getroffen und gewonnen und es ist unglaublich krass, was hier abgeht. Ich habe in der letzten Folge live mit euch zusammen den Schwierigkeitsgrad Legende freigeschalten. Das heißt, wenn man 5 Spiele auf Superstar gewinnt, dann wird quasi der höchste Schwierigkeitsgrad im Spiel Legende freigeschalten. Und den haben wir letztens, also in der letzten Folge, mit euch live quasi freigeschalten. Und auf dem spielen wir jetzt. Ja, also ich kann nicht höher einstellen. Und ich glaube, dass es auch zu schwer ist für mich. Also Superstar ist okay, aber Legende ist einfach zu schwer für mich. Aber wir probieren es einfach mal aus. Das ist jetzt das erste Spiel, was ich auf Legende mache. Gegen Gladbach, auswärts. Wir probieren es einfach mal aus, aber keine Ahnung. Ist auf jeden Fall krass, was hier passiert. Die Trikots von Gladbach, die feiere ich komplett. Und wenn ihr mich feiert, dann würde ich mich über ein Abo freuen. Oh, der Kopfball starke Mike. Ja, Leute, ich habe sogar einen neuen Kanal aufgemacht, also einen zweiten Kanal. Da geht es nicht um Gaming, sondern da geht es um ein paar lustige Comedy-Videos, beziehungsweise eigentlich um Real Life, also da gibt es Vlogs und Comedy und so. Und da ist heute ein Video mit einer Freundin von mir online gekommen. Ziemlich cooles Video und ziemlich lustig, also schaut da mal vorbei, verlinke ich euch rechts oben beim i. Und natürlich abonnieren, das ist ein neuer Kanal, der braucht ein paar neue Abos, ist ja ganz klar. Und bei so coolen Videos, da muss man auch einfach abonnieren. Und bei so einer guten Mannschaft, da muss man auch einfach auf Platz 2 stehen. Mit 8 Toren, die wir geschossen haben. Auf fucking Platz 2, das ist so krass, echt. 0:0 zur Halbzeit. Die ungeschlagenen Bielefelder bleiben weiterhin. Ja, ungeschlagen. Ha! Da komme ich von hinten, aber es hat nicht viel genützt. Oh. Knappe Geschichte. Oh, schön gemacht und eine gute Chance. Leider nicht drin. Oh, Alter, ich mähe den da richtig um. Natürlich erst den Ball getroffen, aber das war dann schon ein bisschen crazy, was da passiert ist. Ja, das war nicht schlecht gemacht. Und jetzt in die Mitte. Und da ist das Tor. Wieder in der 90. Diesmal keine Nachspielzeit, sondern direkt in der offiziellen 90. Ich mit der Vorlage. Und dieses Mal netzt Fabian Klos ein. Ähnlich wie gegen Dortmund. Was ist denn hier los? Was für eine Karriere, Leute. What the fuck? Nach einem scheiß Einwurf bin ich so gut gelaufen. Und dann spiele ich einen super Pass und Fabian Klos netzt ein. Mein 6. Scorerpunkt, meine 4. Vorlage. Und ja, das 1-0. Hier ist jetzt noch 4 Minuten Nachspielzeit. Gibt es hier noch? Das war bei Dortmund ja dann auch schon erledigt. Nichtsdestotrotz ähnlich und einfach krass wieder. Es ist einfach Legende. Ich kann nicht höher einstellen. Es geht nicht. Bielefeld ist einfach zu krass. Ja, da habe ich mir den Ball nochmal geholt. Befreiungsschlag nach vorne und damit Abpfiff. Und wir gewinnen das nächste Spiel. Wieder 1-0. Ein Tor geschossen, keins kassiert. 3 Punkte. Und eine Vorlage auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad.
So, immerhin gewinnt Bayern auch 1-0. Das heißt, wir bleiben auf jeden Fall Zweiter. Wenn wir hier Erster werden, dann wäre es ja noch schöner. Ja, das ist ja absolut krank. So, Stuttgart, der zweite Aufsteiger. Und auch da stehen wir wieder in der Startelf, wundert mich ein bisschen, weil ich ja jetzt gerade schon gespielt habe. Waren irgendwie nur zwei Spiele Pause. Ja, und unser vierter Gegner in der heutigen Folge, den erfahren wir jetzt. Das ist nämlich Leipzig. Alter, ich darf einen Freistoß treten. Wie krass ist das denn? Und voll daneben. Ich würde gern den Freistoß vorne machen, also wenn ich so direkt aufs Tor schießen kann. Ja, da muss ich jetzt hinterher. Krieg ihn nicht und dann gibt's eine richtig gute Chance, sogar nochmal eine Ecke. Ah, das war nicht so nice. Ja, jetzt können wir auch gut und gerne mal abpfeifen. Wir haben schon 50 Minuten gespielt. Ja, sehr schön. Gute Grätsche und damit gehen wir in die Halbzeit. Ja, ein bisschen riskant wieder mal, aber trotzdem gut weggegrätscht. Meine Fitness lässt sehr nach, das liegt daran, dass das letzte Spiel ja erst 3 Tage her ist, gegen Gladbach. So, mal wieder kein Sieg, aber auch keine Niederlage, immer noch ungeschlagen. Die Arminia 0-0, das Ergebnis gegen Stuttgart. Und das ist realistisch, aber ja, auswärts in Sinsheim. Und die Hoffenheimer auch ein Gegner, von dem man Angst haben sollte und könnte. Mal schauen, was hier passiert. Das war schon mal knapp. Zweite Chance. Die war noch besser. Boah, die drücken und ballern. Aber es ist typisch. Gibt's Elfmeter? Ich beschwere mich. Hab ich ihn ausgelöst? Oh mein Gott, als ob ich jetzt einen Elfmeter ausgelöst habe. Nee. Nicht dein Ernst, oder? Tatsächlich. Der wertet das als Elfmeter, den ich ausgelöst haben soll. Wahrscheinlich. 1-0. Andrej Kramaric, wir liegen mal wieder hinten. Das hat man selten. Aber das ist kein Elfmeter. Und 2-0, das gab's noch nie, glaube ich. Kramaric. Hier war ich ein bisschen... Ja. AFK. Das gab's noch nie. Glaube ich zumindest. 2-0 mit 2 Toren hinten. Heftiger Scheiß. Oh Gott, da ist Kramaric wieder durch. Der hat schon Doppelpack und er macht einen Hattrick. Jetzt aber, was ist denn los? 3-0 zur Halbzeit für die TSG. Einerseits gibt mir das so ein bisschen ein Schmunzeln ins Gesicht, dass es auch mal möglich ist, dass wir hinten liegen und verlieren. Andererseits ist das natürlich schon ein bisschen krass. Das sind jetzt quasi alle Tore, die wir die letzten Spiele nicht kassiert haben, aber eigentlich kassiert hätten müssen. Wie gegen Bayern, gegen Dortmund, gegen Gladbach. Die kassieren wir jetzt hier in einer Halbzeit. Pfosten! Und es ist Dabur zum 4-0. Scheiße, Mann. Was ist denn jetzt plötzlich los? Ja, die TSG zwingt die ungeschlagenen Arminen auf die Knie. Besser kann man das, glaube ich, nicht sagen. Unsere erste Niederlage und das mit einem 4-0 Dreierpack Kramaric, der Auslöser, mein Elfmeter.
Und dann Dabur in der zweiten Hälfte. Der Elfmeter meiner Meinung nach unberechtigt. Ein bisschen übertrieben. Ja, Hoffenheim wieder die bessere Mannschaft. Das hatten wir gegen Dortmund, gegen Bayern, gegen wen auch immer. Dieses Mal bezwingen sie uns. Deutlich. Dortmund klettert auf 1, Arminia Bielefeld rutscht runter auf 3 immer noch mit 25 Punkten, aber weit mit vorne. Eine Tordifferenz von 3 ist halt, naja, sage ich jetzt mal nichts zu. Wir haben, wir stehen wieder in der Startelf, ne? Wir haben Pässe abfangen jetzt erlernt. Wir haben das Training durch, Pässe abfangen können wir jetzt. So, ich habe mir definitiv was ausgesucht. Und zwar will ich genauer Pass. Das befähigt Spieler, präzise Flanken mit Schnitt zu schlagen. Und das müssen wir auf jeden Fall machen. Denn das dauert zwar wieder 100 Tage, genauso wie Pässe abfangen. Aber man muss es einfach mal probieren, weil meine Flanken bisher, ich habe das nicht immer alles mit reingeschnitten, aber meine Flanken, das war echt grottenschlecht. Also Pässe und so verteidigen, Grätschen und so waren echt in Ordnung. Und auch der ein oder andere Schuss war ja nicht schlecht von mir. Klar kann ich mich da auch verbessern, aber ich bin ja Rechtsverteidiger, muss ja jetzt nicht unbedingt sein. Aber Flanken schlagen, ich laufe ja gerne mal mit vor und spiele meinen Pass in die Mitte und auch meine Flanke. Wenn die Flanke mal gut kommen würde, dann würden wir noch mehr Tore machen. Dann hätten wir noch mehr Punkte. Aber die Flanken kommen echt nicht gut. Und das muss ich auf jeden Fall trainieren. 100 Tage dauert das noch. Wir wollen ja vielleicht auch irgendwann mal wechseln. Und ob das jetzt bei Bielefeld dann noch klappt oder ob ich mit Bielefeld dann noch mehr Tore erzielen will und kann, weiß ich nicht. Aber spätestens, wenn wir dann wechseln und bei einem besseren Verein spielen, ist sowas als Rechtsverteidiger natürlich sehr, sehr wichtig. Ja, gegen Leipzig durfte ich im DFB-Pokal nicht spielen, aber im DFB-Pokal ging das Spiel 2:2 aus und dann im Elfmeterschießen hat Leipzig sich dann durchsetzen können. Aber bis ins Elfmeterschießen, so ein knappes Spiel. Dementsprechend bin ich natürlich gespannt auf dieses Bundesligaspiel jetzt hier. Leipzig will sich natürlich wieder rächen und das gut machen, vor allem da wir jetzt geschlagen sind. Eigentor von Nilsson. Was? What the fuck? Das habe ich ja noch nie gesehen. Er hat ihn getunnelt. Er hat den Torwart getunnelt. What the fuck? Mit 21 Punkten wird's ja schon mal. Alter, 2-0. 10. Minute. Ich komme gar nicht mehr raus. Ich kann gar keinen Cut mehr machen. Was ist denn jetzt los? Wang Hichang. Läuft. What the fuck? Also mit 21 Punkten, die wir glaube ich haben, ist es schon mal relativ schwer abzusteigen. Aber trotzdem, das muss ja jetzt nicht sein, dass wir jetzt direkt so abkacken. Alter, das war so knapp. Der Torwart war entscheidend dran. Sonst stellen sie hier schon 3-0. Und 3-0, 35. Spielminute. Bielefeld aus dem Hype raus. Und auf direkter Kurve nach unten. Ja, das ist natürlich eine frühe Prognose jetzt nach zwei Spielen, die jetzt so laufen. Aber es geht nichts. Also gegen Hoffenheim haben sie sich schon schwer gestellt nach dem 2-0. Wir hatten ja null Schüsse. Ich glaube nur 30% Ballbesitz. Und scheint so, als würde sich das auch in dieses Spiel abfärben und so weitergehen. Und wenn das so die nächsten paar Spiele weitergeht, nicht nur gegen Leipzig und Hoffenheim, sondern auch gegen schwächere Teams, ist die Prognose schon, ja, eher nach unten. Halbzeit 3-0. Genau wie gegen Hoffenheim. Ja, zum Ende dieser Folge hin ein bisschen ein traurigerer Blick. Es ist zwar realistischer, aber es ist halt einfach eine ernstere Lage. Und
ja, nicht ganz so freudig quasi wie die letzten Folgen, die letzten Spiele. Immerhin haben wir einen Schuss und den auch aufs Tor. Eine 6,0er Bewertung für so ein 3-0 ist auch nicht so schlecht. Aber das ist unsere zweite Niederlage und ja, die hat natürlich auch gesessen. Die Tordifferenz auf 0 gestellt. Kein weiteres Tor gemacht. Es gibt nur eine einzige Mannschaft und zwar Stuttgart, der zweite Aufsteiger, die übrigens auf Platz 17 sind. Die haben 8 Tore geschossen. Wir haben 9 und danach ist erstmal ein bisschen Pause. Danach kommt Freiburg mit 11, ja, also da wieder 2 Tore mehr. Also da sind wir schon echt schlecht unterwegs, deswegen krass, dass wir überhaupt 25 Punkte haben und so weit oben stehen. Aber jetzt scheint es wirklich ein bisschen abzuflachen, beziehungsweise vielleicht geht es ja sogar bergab. Mal gucken. Einerseits realistisch, wie gesagt, andererseits natürlich auch ein bisschen schade. Wir gucken einfach mal weiter gegen Bremen nächste Folge, beziehungsweise was weiß ich, was wir alles noch für Spiele haben. Augsburg, Wolfsburg, bla bla bla. Also ich bin gespannt. Macht's gut. Schaut auf jeden Fall da wieder mit rein. Schaut bei meinem neuen Kanal, wie gesagt, unbedingt vorbei. Rechts unten beim i war das Ganze verlinkt. Schaut einfach mal rein. Und ansonsten bedanke ich mich fürs Zuschauen. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.